Solange wir uns noch sammeln, können wir jetzt, wir haben gerade was Organisatorisches besprochen. Ich habe die Grundidee, dass ganz am Ende, wir machen zum Schluss noch eine große Publikumsrunde. Und eigentlich würde ich jedem von Ihnen gerne die Möglichkeit geben, auf einem Zettel, weil jetzt kommt ja die Runde Perspektiven, das Wichtigste überhaupt, wie wollen wir weitermachen, was könnte geändert werden, dass jeder von Ihnen die Möglichkeit hat, auf einem Zettel die eigenen Ideen aufzuschreiben, weil man kann auf so einem Podium und auch in den ganzen Publikumsrunden, man kann nie alle Ideen aufgreifen. Hätten Sie Lust dazu, das zu machen, ganz am Ende der Veranstaltung? Ja? Weil das, der Vorteil wäre, dass das Aktionsbündnis dann was hat, was ganz Konkretes, und alle Ideen sind erlaubt, was immer Sie möchten. Und wir werden dann sehen, was das Aktionsbündnis damit tut. Aber es ist meistens so, wenn in einem Raum so viele Leute sind, dann sind mindestens doppelt so viele super Ideen anwesend, die aber oft gar nicht zur Sprache kommen, weil die Zeit nicht da ist. So, damit wir aber hier nachher auch noch ein bisschen feiern können, die Frage ist, wir geben Ihnen jetzt schon die Zettel. Die Kollegin steht schon seit 7 Uhr und hat die Zettel auch besorgt und die Stifte. Ich bitte nochmal um einen Applaus für das Aktionsbündnis, weil all das ist ehrenamtlich gelaufen. Und es steckt so viel Kleinarbeit darin. Und immer wieder auch erinnern, hinter Leuten herlaufen, das ist eine Mischung aus Präsident und Babysitter und ich weiß nicht, auf ein paar Tiere musste wahrscheinlich auch noch aufgepasst werden. Solche Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, ist eine wirklich Höllenarbeit. Und vielen Dank, dass Sie das alles gemeinsam gemacht haben. So, die Stifte können Sie ja vielleicht einfach rumgeben, ne? Dass jeder sich einen nimmt. Und Sie können ja vielleicht auch, wenn es nicht reicht, den teilen. Und ich weiß nicht, dürfen die mitgenommen werden oder muss das gespendet werden? Die dürfen mitgenommen werden. Und möchte ich auch einen werden. Einbehalten. So, jetzt haben wir einen Gast. Wir haben jetzt, Quote ist ja in aller Mund. Und wir haben einen Quotenösi, Österreicher, so hat er sich vorhin selber draußen genannt. Und morgen Abend, dafür soll ich auch noch ein bisschen Werbung machen, haben wir noch einen Quotenösterreicher, der ist in Österreich super bekannt, Gunkel. Und der muss wunderbares Kabarett und Musik machen. In Deutschland kennen den bloß noch nicht so viele, das wird sich hoffentlich ab morgen ändern. Das heißt, morgen um wie viel Uhr ist Gunkel hier? 20 Uhr, glaube ich, stimmt das? 20 Uhr ist richtig. Da ist er. Das ist Gunkel. Herr Gunkel, herzlich willkommen beim Aktionsbündnis. So, und jetzt nehmen wir aber Ihren österreichischen Bruder im Geiste, der sich mit ganz anderen, der macht kein Kabarett, aber vielleicht ist das doch eine Art philosophisches Kabarett, was er macht. Da schüttelt er den Kopf, aber er stellt sich immer selber vor. Auf der einen Seite ist er Investmentberater, richtig? Und das heißt, da geht es um, darf man auch so sagen, Millionen. Da reden wir nicht über kleine Verschiebungen irgendwo von einem Sparerbankkonto zum anderen. Da geht es um richtiges Geld. Gleichzeitig nennt er sich aber auch, man hat ihm gesagt, er hat zwar nicht Philosophie studiert. Bei Investmentbanking geht es eben nicht um richtiges Geld. Bitte? Bei Investmentbanking geht es eben nicht um richtiges Geld. Hat er recht. Ja, das ist eine große Diskussion. Um virtuelles Geld. Virtuelles, ja, dazu kann Herr Seiler hoffentlich gleich was sagen. Aber ich glaube, auf irgendwelchen Konten landet auch reales Geld. Er nennt sich Finanzsystemkritiker und hat ein sehr großes Interesse an Wirtschaftsethik und unterstützt Mikrokreditgebungen an verschiedenste Einzelmenschen, soziale Projekte. Und er baut gerade irgendetwas, das wird Sie aber nicht davor schützen, hier aufs Podium. Sie müssen hier drauf. Und was ist das? Was bauen Sie da? Ich übergebe ihm jetzt das Mikrofon, was immer er da baut. Er wird es jetzt erklären. Herzlich willkommen, Leopold Seiler. Ich habe Ihnen einen schnellen Schmetterling gebaut, damit es nicht ganz so trocken zugeht. Also ich muss jetzt anders beginnen, als ich das ursprünglich vorgehabt habe, mit Scham. Ich schäme mich ein bisschen, und zwar deswegen, weil so etwas, was hier passiert in Österreich, völlig unmöglich wäre. Es wäre völlig unmöglich, so eine Aktivität in so einem Raum, so offene, auch sehr, sehr kontroversielle Statements wären in einem Land, aus dem ich komme, leider nicht möglich. Gunkel nickt.
Das liegt vor allem auch daran, dass wahrscheinlich das Land, aus dem ich komme, noch wie eine geschützte Werkstätte funktioniert und es noch nicht ganz so dramatisch ist, wie es offensichtlich in Deutschland mit Hartz IV ist. Das muss man auch mal sagen. Das ist nicht ganz so dramatisch und deswegen sind die Leute noch in ihrem Wohlstandskoko eingebettet und noch nicht so kurz vor der sozialen Revolution, wie das hier zu sein scheint. Ich glaube, es regt sich Widerspruch. Ich mache mal was ganz. Das kann durchaus sein, aber ich kann Ihnen ganz einfach sagen, dass so etwas in meinem Land nicht möglich gewesen wäre. Und der Kommentar, der hinten gekommen ist zum Thema Investmentbanker, ich darf das vielleicht ein bisschen zurechtrücken. Ich bin seit 22 Jahren Unternehmer, bin Lektor für Wirtschaftsethik, was ein Widerspruch zu sein scheint, wenn man mit Geld hantiert und dann irgendwie das Maul aufreißt, um auch quasi die großen historischen Positionen des Guten und des Benimmregels zu machen. Und ich erkläre das ganz gerne mit diesem uralten Witz, den der eine oder andere möglicherweise schon kennt, wo in einer Klosterschule ein 7 gescheiter Schüler sagt, du hör mal zu, Pater Anselm, ist es erlaubt, dass ich beim Beten rauche? Und er sagt, hast du einen Knall? Und der Klassensprecher macht es geschickt und sagt, ist es erlaubt, dass ich beim Rauchen bete? Aber ja. Und letztendlich ist das die Botschaft, die ich versuche, in meinem beruflichen Alltag einzubauen, Leute zu überreden, beim Rauchen zu beten. Also sich nicht permanent wie ein Arschloch zu benehmen, indem sie aber unternehmerisch tätig sind. Und wir müssen auch unterlassen, dieses Reichenbashing zu betreiben, weil am Ende des Tages brauche ich jemanden auf diesem Sessel sitzen, dem ich einen Erlagschein in die Hand drücken kann, der vielleicht das Problem von jemandem aus diesem Raum lösen kann. Ich brauche die Unterstützung von wohlhabenden Menschen, ich brauche die Unterstützung von Reichen. Ich bin daher nicht unbedingt ein Freund davon, dass wir die Reichen schlagen müssen, sondern ins Boot holen. Und das Tolle ist, auch wenn der eine von Ihnen vielleicht jetzt milde lächelt, das gelingt großartig, nur leider Gottes nicht in dem Land, in dem Sie leben. Weil das, was ich gemacht habe, ist in diesem Land nicht möglich gewesen. Darum haben wir uns letztendlich in ein anderes Land flüchten müssen. Wir haben jetzt einen Ansatz gewählt, um Armut in den uns nahen Ländern zu bekämpfen, der leider Gottes nur in Luxemburg funktioniert. Das müssen Sie jetzt aber mal erklären, weil das scheint irgendwas an Schiebung von Geldern. Warum ist das bei uns in Deutschland nicht möglich? Überhaupt nicht, weil die Politik genauso versagt wie in Österreich. Wir sind Investmentberater, das heißt, wir haben nichts am Hut mit Investmentbanking. Das ist auch wiederum so eine Geschichte, Begriffe werden vermischt. Ich trete dafür ein, dass wir in die Realwirtschaft investieren, dass wir Leute in Lohn und Brot holen. Und ich kann es Ihnen jetzt auf sozusagen Finanzblabla erklären, ich kann es aber auch ganz anders erklären. Das hatte ich ursprünglich gar nicht vor, weil ich halte das Menschliche in der Regel für das Bessere. Wenn ich Ihnen erkläre, was ich mache, möchte ich Ihnen von meinem Opa erzählen. Mein Großvater hat mit meinem Vater Schach gespielt. Nicht besonders gut, aber gern, und ich habe immer zugeschaut. Und mein Großvater hat einen Onyx-Schach besessen. Das war sein ganzer Stolz, das war sehr heikel, weil wenn man die Figuren zusammengeschlagen hätte, dann wären sie kaputt gegangen. Ich habe das nie angreifen dürfen. Und wie ich 7 Jahre alt war, das werde ich nie vergessen, es war kurz vor Weihnachten, hat mein Opa gesagt, so, jetzt setzt du dich daher, kleiner Poldi, und jetzt lernen wir Schach spielen. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut und ich will Ihnen noch sagen, warum. Ich war schon immer scharf auf die Dame. Und zwar deswegen, weil die Dame so weit fahren konnte, wie sie will, und alles tun konnte, was sie will. Sie war die Mächtigste im Spielbrett. Wissen Sie, was mein Opa gemacht hat? Der hat mir den König gelassen und alle Bauern. Den Rest hat er weggeräumt. Dann sage ich, Opa, nein. Warum? Erste Lektion für dich, und das möchte ich jetzt auch als Lektion für die Wirtschaft, in der wir hier leben, von mir geben. Die erste Lektion ist, der Bauer ist die wichtigste Figur am Spielbrett. Der Kleinste ist der Wichtigste. Ich habe ihn gefragt, Opa, das kann überhaupt nicht sein. Der kann nur ein Feld fahren, schräg schlagen, alle Leute hupfen ihm auf der Nase herum. Wie kann das sein? Sagt er, pass gut auf. Wenn du den Bauern bis zur gegnerischen Grundlinie durchspielst, dann kann sich der Bauer entwickeln. Dieses Wort hat für mich später eine neue Bedeutung bekommen. Viele von uns sind verwickelt. Der Bauer wird entwickelt. Er kann in eine andere Figur verwandelt werden. Je nach Sachlage, in einen Springer, in einen Turm oder in eine Dame. Das ist streng genommen, hatte ich beim Schachspielen 8 potenzielle Damen vor mir. Aber keine Sau interessiert sich für die Kleinen, die da vor einem stehen, sondern verheizt sie. Und das ist eine gute Metapher, um auch diejenigen, die ausgegrenzt sind in der Gesellschaft,
die vielleicht auch zur Tafel wandern müssen, weil sonst niemand Chancen gibt, sie wieder in die Wirtschaft zu integrieren. Und genau das ist das, was ich jetzt mache mit vielen, vielen hundert Millionen Euro. Leider Gottes nicht in Deutschland, weil es gesetzlich untersagt ist. Aber warum? Also das habe ich, warum ist es in Deutschland gesetzlich untersagt? Was überhaupt, sollte man vielleicht dem Publikum sagen. Ich bin von Österreich aus einer der Pioniere, der sich für Mikrokredite stark macht. Das ist das Konzept, für das Professor Mohammed Yunus 2006 den Friedensnobelpreis bekommen hat. Vielleicht auch an dieser Stelle, Wirtschaftsnobelpreis gibt es ja gar keinen. Das ist ja ein Preis im Gedenken an Alfred Nobel, den die schwedische Nationalbank gestiftet. Also Wirtschaftsnobelpreis gibt es keinen. Den richtigen hat der Professor Yunus gekriegt. Und der hat mich 2002 bei einer Rede so inspiriert, dass wir von Österreich aus begonnen haben, darüber nachzudenken, dass es total bescheuert ist, diesen üblichen Finanzkapitalismus zu huldigen. Und wir haben unsere Kunden dazu überredet, Geld zu armen Leuten zu pumpen. Wie tut man das? Indem man sie eben dazu bringt, Betriebe gründen zu können, Einmannbetriebe, die dann aber sehr, sehr rasch andere Leute in Lohn und Brot nehmen. Das tut man, indem man Geld sammelt und es vergibt, ganz einfach. Weil die Banken nämlich mit den wenigsten von ihnen sprechen. Die Dame hat ihr Schicksal beschrieben, dass sie 2500 Euro Schulden hat und wahrscheinlich, wenn sie eine gute Idee hätten, wie sie ihr Schicksal meistern könnten, würde es ihnen keine Bank geben, sie würde sie nicht finanzieren. Und das ist ein ganz, ein großes Problem. Ja. Ja, das ist genau das Problem, mit dem wir in diesen Breiten leben. Leute, die einmal durch den Rost gefallen sind, werden einfach dann nicht mehr in unserem kapitalistischen Setup wahrgenommen. Und das ist ein großes Dilemma und deswegen muss man etwas tun. Und man kann jetzt nicht hergehen und sagen, also die Reichensteuer ist eine super Sache. Ich war der Erste, der ganz laut geklatscht hat, aber noch besser wäre, die Reichen zu Verbündeten zu machen. Und das klingt jetzt romantisch, funktioniert aber ganz großartig, weil Partner in diesem Netzwerk, in dem ich arbeiten darf, fast 200 Millionen Euro mobilisiert haben in wenigen Jahren, um leider Gottes nur in angrenzenden Gegenden zu unserer Hemisphäre. Gut, aber Herr Seiner, ich habe es immer noch nicht verstanden, warum dürfen Sie das in Deutschland nicht machen? Welches Gesetz spricht dagegen? Das Investmentfondsgesetz. Wir dürfen hier nicht Verbriefungen machen. Das würde jetzt zu weit führen. Nehmen Sie es jetzt einfach so, wie es ist. Das Geschäftsmodell Armut zu lindern ist verboten. Das ist so. Das ist auch in meinem Land nicht erlaubt. Das ist immer das Problem, wenn man anfängt, über die Ökonomie zu reden. Irgendwann kriegt man gesagt, nehmen Sie es einfach so hin. Ich verstehe, dass Sie es jetzt gar nicht so erklären. Das kriege ich so geliefert. Wenn Ihnen BaFin sagt, das ist so, dann ist das so. Dann ist es so. Also wir müssen, meine Botschaft ist einfach die, dass wir versuchen in der Ökonomie in die Realwirtschaft zu investieren und die kleinen Menschen wieder zu integrieren. Das ist gar nicht so selbstverständlich, weil wir leben halt in einem wachstumsgetriebenen Bereich, wo diese Stimme aus dem Hintergrund geschrien hat, ja Investmentkapital, das ist ja Katastrophe, was der Mann wahrscheinlich macht, das macht er nicht. Ich bin einer, der halt gegen diesen Wachstumsfetischismus ist, weil wenn Sie schon alleine die vollkommen vertrottelten Kommentare der Grünen Partei hier wie in meinem eigenen Land annehmen, die sagen, wir brauchen 2% Wachstum, merken Sie, wie bescheuert die Leute sind, weil nach der Verdoppelungsformel heißt das 2% Wachstum, heißt in knapp 30 Jahren doppelt so viel von dem, was jetzt schon da ist und es reicht ja jetzt schon nicht. Das heißt, wir müssen eigentlich keine Wachstumsdebatte anstochern, sondern eine Genügsamkeitsdebatte. Wir haben zum Beispiel rein als Witz in Österreich die Internetdomain www.sonntagsbraten.at. Hallo, können wir mal zum Thema kommen? Ich weiß nicht, was das hier soll. Und Sonntagsbraten heißt deswegen Sonntagsbraten, weil wir Dienstag nicht... Das hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Ja, das hat insofern ich muss ihn jetzt insofern in Schutz nehmen. Er ist eingeladen und er ist eingeladen als Finanzberater. Und die Grundidee zu sagen, reiche Leute sollen bitteschön Leuten ohne finanzielle Mittel Unterstützung geben, das fand das Aktionsbündnis interessant. Das war die Grundidee. Na, ich schaffe das schon, ich kann es dem Herrn schon gerne erklären, weil das ist, glaube ich, konkreter als das meiste, was ich sonst in Ihrem Leben. Ich bin nicht blöd, ich weiß schon, was mit Mikrokrediten abläuft. Das ist ja schön, aber Sie brauchen nicht so aggressiv zu sein. Das ist etwas, was einfach am Thema vorbeigeht. Und das, was ich versuche, ist, den Begriff der Inklusion zu erklären, der in diesem Land einfach nicht funktioniert. Eine Bank würde mit jemandem, der einfach hier keine Sicherheiten hat, würde einfach nicht sprechen. Und das ist sowas von 101% am Punkt und genau das ist das Problem hier.
Das ist genau der Punkt. Keine Sau redet mit ihnen, wenn sie eben keine Sicherheiten vorweisen können. Und das ist das Problem. Egal wie pfiffig sie sind und egal wie cool sie sind, sie werden keine Chance haben, das Projekt zu realisieren. Ja, aber und diese finanzielle Inklusion ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, an dem es letztendlich in unserem System scheitert. Und ich meine, das, was wir machen, ist nicht perfekt, aber es ist zumindest etwas, das ist schon sehr konkret. Also, das ist ein Ansatz, und Sie sagen, es funktioniert in Luxemburg und in Österreich auch? Von Luxemburg aus, Achtung, wir vergeben mit Partnern in 25 Ländern auf dieser Welt, von Kenia, Aserbaidschan, Moldawien, Kosovo, Tadschikistan, also Sie können alles nennen. Dort funktioniert es sehr, sehr gut. Und das Problem ist, dass die Mikrokreditvergabe hier in Mitteleuropa leider Gottes auf gesetzliche Hindernisse stößt. Das hat mit dem Bankgesetz okay, es ist eine Perspektive. Es gibt jetzt Prozesse. Wir machen gleich die Publikumsrunde, aber ja, ich möchte erstmal auch die anderen Podiumsgäste hier aus Polen. Ich muss kurz noch sagen, der ja. mir auch sehr, sehr am Herzen liegt, weil es auch auf die konkreten möglichen Maßnahmen anbelangt. Die neoliberalen Zuhälter würden heute sagen, was die Tafel macht, ist ein glänzender Beweis dafür, dass der Markt funktioniert, was super wäre und aber zynisch ist, weil letztendlich schließt die Tafel eine Lücke von dem Überangebot, das Anbieter produzieren und Leuten dies nutzen. Dieses Angebot habe ich schon mehr als einmal gehört, da kriege ich solche Kabel und Ball die Faust. Das ist absolut zynisch, aber eigentlich in dem neoliberalen Diktum zulässig. Da bin ich aber wirklich sehr dagegen, weil Sie kennen wahrscheinlich ähnlich gelagerte Zahlen in Österreich, aber Wien, die Hauptstadt, in der ich lebe, wirft pro Tag so viel Brot weg wie die zweitgrößte Stadt in Österreich, dass es Graz wirklich pro Tag braucht. Und das sind unzulässige Zustände. Ich habe in einer Debatte mit der österreichischen Finanzministerin gemeint, wie wäre es, wenn sie einfach nur einen kleinen Nebensatz in das Steuergesetz integrieren, der da lautet, Beistrich und die Absetzbarkeit von Entsorgungen bestehender Produktion ist nicht mehr abzugsfähig. Was wäre dann nächste Woche? Wer würde noch überproduzieren, weil jeder Anbieter einfach auf dem Wareneinsatz, den Energiekosten und den Entsorgungen sitzen bleibt? Ab nächsten Donnerstag wäre alles erledigt. Und die Leute müssen sich einfach in diese Genügsamkeitsdebatte hineinwagen und sagen, ich muss einfach nicht eine Minute vor dem Ladenschluss das komplette Sortiment an Brot vorfinden. Das ist schrecklich. Das sind konkrete Vorschläge, wenn ich dann mit Politikern spreche und ich habe einen guten Stand und finde Gehör und dann aber wieder doch nicht, weil sie sagen mir, ja, das ist sehr, sehr nett, was sie da vorschlagen, aber passieren tut dann im Endeffekt doch nichts. Also die Verschwendung zu begrenzen wäre wunderbar und die Worte, die der Herr von der Linken gesagt hat, in Österreich zu hören, wäre wirklich Balsam auf meiner Seele. Ich höre es nur leider nicht. Jetzt kann ich mich nicht auf die Unzufriedenheit zurückziehen und deswegen habe ich mit dem Eingangsstatement begonnen, dass ich wahnsinnig das toll finde, was da passiert, weil alleine solche Äußerungen oder dass jemand einfach mutig rausschreit, wenn ihm das gegen den Strich geht, was jemand sagt, das wäre in meinem Land einfach nicht möglich. Und ich bin sehr froh, dass solche Dinge passieren und ich hoffe, dass es ansteckend ist auf andere Gegenden. Okay, herzlichen Dank. Ich habe mal einen Workshop mit Straßenzeitung in Wien gemacht und hatte einen ganz anderen Eindruck von Ihrem Land als Sie. Aber wir leben, glaube ich, auch alle in unterschiedlichen Welten, weil also Armut gibt es auch gerade in Wien. Sie haben ein riesiges Obdachlosenproblem. Sie haben Roma, die unter ganz entwürdigenden Bedingungen leben. Und Sie haben auch eine Menge engagierter Leute dort, die auch durchaus so wie hier schimpfen. Nur das Problem ist, dass Ihre Politik leider genauso, ich spare mir das Wort, Banane ist an manchen Punkten und einfach nicht zuhören will. Ich würde gerne, wollen Sie ganz konkret zu Herrn Seiler jetzt was sagen oder können wir das ja, in die Kritikrunde nachhören? Ja klar. Ganz konkret zu Herrn Seiler? Also ich meine, hier gab es auch vor ein paar Jahren die Ich-AGs. Ja? Das war auch, macht euch selbstständig, werdet euer eigener Herr, baut was Tolles aus. Okay, ich meine, den Ansatz, der ist in etwa vergleichbar, sage ich jetzt mal, vielleicht mit einem anderen Vorzeichen bei Ihnen. Aber jeden zu einem Unternehmer zu machen, ist einfach irrsinnig. Ich habe vorhin von irgendjemandem hier den Satz gehört, dass Leute für den ersten Arbeitsmarkt nichts mehr taugen oder so. Das halte ich für faschistisch. Schauen Sie, ich habe bei der viertgrößten Firma Deutschlands gearbeitet, im Personalbereich. Glauben Sie, da sind nur Leuchtkerzen, supergeile? Das sind alles einfach nur Stümper. Ja? Diese Leute kochen auch nur mit Wasser und gehen abends scheißen. Ja? Also wenn ich jemanden an die Hand nehme
und dem 2-3 Monate einen Job erkläre, ich habe im Personalbereich für 30.000 Leute da gearbeitet, dann kann ich jeden nehmen, da muss ich niemanden über Zeitarbeit anstellen oder über einen Werkvertrag oder über eine andere Wichse. Und gleichzeitig sitzen nebenan welche, die verdienen 1.000, 2.000 Euro mehr für den gleichen Lohn. Ja, das ist Faschismus. Ja, und ich meine, Mikrokredite hin oder her ist gut, wenn sie das machen. Aber es ist nicht jeder ein Unternehmer. Ja, und für diese Leute hilft es überhaupt nichts. Für diese Leute hilft erstmal ein Mindestlohn, dann hilft vielleicht Zeitarbeit, so wie in Frankreich organisieren, wo nämlich der Zeitarbeiter 110% des Bruttolohns eines Festangestellten bekommt, ja, weil er nämlich auf unsicheren Verhältnissen arbeitet und deswegen in Frankreich 10% mehr bekommt als der Festangestellte, ja, dann gäbe es 1000 Sachen, die sich mehr lohnen würden, um erstmal eine Grundlage zu schaffen. Ich meine, letztens höre ich von der Bundesregierung, das mit den 400-Euro-Jobs, das ist ja super gelaufen. Millionen super Jobs. Soll ich Ihnen mal was sagen? Die Leute, die ich kenne, und dann haben die gesagt, das Beste an den 400-Euro-Dingern ist, dass Schwarzarbeit verhindert wurde. Also die meisten Leute, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, die einen 400-Euro-Job machen, die machen 400-Euro-Job und ziehen sich 400 Euro noch schwarz. Ja? Das wird mir als Erfolg verkauft. Lauter so ein Gehirndreck. Ja? Kann ich nicht mehr hören. Also, um sozusagen auf einen Zirkus zu bringen, ich pflichte Ihnen bei, es ist genauso wenig möglich, dass Sie aus jedem einem Unternehmen machen, wie sonst alles andere auch. Aber die Dinge, also das Problem hat ja zwei Seiten. Wir müssen jetzt die Leute versuchen zu fassen, die von diesem Problem ganz, ganz massiv betroffen sind. Und das kann ich nur auf verschiedene Art und Weise machen. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, das, was die Politik hier auch sehr, sehr gekonnt gefordert hat, zu kombinieren. Leute in Lohn und Brot zu holen, die einfach das Potenzial haben, durchaus selbstständig tätig zu werden, weil es ist jeder selbstständig. Professor Yunus hüpft uns immer vor, dass jeder Unternehmer ist, der was unternimmt. Und wenn du deine Arschbacken zusammenkneifst und etwas unternimmst, bist du Unternehmer, auch wenn du kein Unternehmer in dem Sinne bist. Sie sind ja doch Kabarettist. Na, das bin ich nicht. Und die Betriebe an die Kandare zu nehmen und die Betriebe letztendlich auch zur ZB, zu einer Besteuerung zu bringen, die Arbeit entlastet, das ist blasphemisch, was ich sage, würde in Österreich nie funktionieren, noch, weil es einfach noch zu wenig dramatisch ist, was passiert. Wenn Sie heute arbeiten gehen, Sie haben Schwarzarbeit angesprochen, dann ist das Problem, dass Arbeit als Beitrag in das soziale System ganz massiv besteuert wird. Das ist eine Katastrophe, weil die Kapitalbesteuerung und meine Kunden, obwohl sie wohlhabend sind, finden das auch gut und würden es abnicken, weil sie wissen, wenn wohlhabende Leute Vermögensteuern bezahlen, sorgen sie einfach auch für eine Ausgeglichenheit. Und wenn es wo ein Hoch gibt und ein Tief, dann ist das, was dazwischen ist, einfach, man nennt es Sturm und das will keine Sau, weder arm noch reich. Also die Leute sind durchaus bereit, ihren Beitrag zu leisten und wir müssen Konzerne zum Beispiel dazu bringen, dass wir eine Ressourcenbesteuerung machen. Jemand, der viel Ressourcen aus einem System herausnimmt, muss mehr Steuer bezahlen, wie einer, der was hineingibt. Ja, so jemand, der arbeitet, wird mehr besteuert, wie jemand, der permanent Dinge herausnimmt. Ja, aber Dinge so ist es doch nicht, wenn Sie Double Dutch oder Double Irish kennen und dann noch Delaware und was weiß ich. Ich meine, dann wissen Sie doch, dass zum Beispiel Siemens oder SAP, die zahlen doch alle nur noch 10-15%. Ja, ich bin noch nicht der größte Freund von Siemens. Also, ja, Entschuldigung, aber ich meine, man kann nicht davon reden, dass es so und so laufen müsste, wenn man weiß, wie es läuft. Und ich meine schon, ja, das kann man aber schon. Entschuldigen Sie, was soll ich sonst machen? Soll ich sagen, ich weiß, wie es läuft und Ich meine, Entschuldigung, ich weiß, wie es läuft und will das Gegenteil erreichen. Ja. Irgendwo muss ich einsetzen. Also, jetzt bringen Sie die deutsche Direktheit. Ne? Also manche glauben einfach nicht, dass das so funktionieren kann. Jetzt müssen wir einen Moment zuhören, weil hier gibt es auch nochmal eine Frage. Ja, an beide. Also ich bin neugierig darauf, was noch an Perspektiven, an Vorschlägen kommt. Weil ich glaube, die Kritik ist, kommt jetzt deswegen vielleicht nicht von dort hinten so gut an, weil sie so stark darauf abhebt, dass wir alle Unternehmer werden sollen. Ich glaube, dass von diesen 1,5 Millionen, die zur Tafel gehen, natürlich nicht alle Unternehmer werden können, ist ja klar. Also wir brauchen einen Strauß von verschiedenen Änderungen, grundlegenden Änderungen. Also ich sag mal, eine sanktionsfreie, ganz und gar sanktionsfreie und ausreichende Grundsicherung, die vielleicht irgendwo bei 1.000 Euro liegt. Und vielleicht auch diese Mikrokredite für die Leute, die Unternehmer werden wollen. Meine,
Gisela Notz nickt nein, okay. Meine Frage ist jetzt, weil ich will das jetzt nicht gleich verdammen, ich möchte einfach noch ein bisschen mehr hören. Mikrokredite, was heißt das? Also ich frage mich natürlich, was haben die Unternehmer, die Reichen, für ein Interesse, Mikrokredite zu geben? So, also was ist deren Interesse? Und zweite Frage, wie sieht das aus, wenn es dann Mikrokredite gibt und Leute pleite gehen? Ne? Also wenn ich jetzt mich selbstständig mache und ich gehe pleite, gibt es dann ein Schuldenmoratorium? Ne? Also muss ich dann die Schulden nicht zurückzahlen? Also wie ist das geregelt? Ja? Also wer kriegt die Kredite? Welche Kriterien gibt es? Nur die wichtigsten. Und muss ich das partout zurückzahlen, wenn ich nicht zurückzahlen kann und bin dann auch geknebelt auf Dauer? Da gibt es ganz verschiedene Systeme. Können Sie das kurz beantworten? Ja, ich fange mit dem Schlimmsten an. Das Schlimmste, indem das so nicht ist, wie sich das wünscht. Es gibt kein Moratorium und Sie müssen sich letztendlich erhängen, weil Sie eine Risikoversicherung haben und Tod für Ihre Familie mehr wert sind wie lebendig. Da sind die deutschen Banken ganz große Meister mit ihren Filialen in Indien. Die sind da ganz spitze, wo sich in Andhra Pradesh die Leute erhängt haben, weil sie ihre Kredite nicht zurückbezahlt haben. Ganz toll. Also da sind die Deutschen ganz, ganz vorne in der Industrie und andere machen es anders. Natürlich auch Amerikaner oder andere, die halt dem Neoliberalismus huldigen in der ersten Ebene. Aber es gibt auch andere Systeme, wo der Mikrokredit, so wie in Yunus lebt, normalerweise als Solidarmodell funktioniert. Das bedeutet, in einer Gegend, nehmen Sie eine Straße, tun sich mehrere Leute zusammen und versuchen ein gemeinsames Projekt zu schaffen. Und in der Regel gibt es eben keinen Sanktionsmechanismus. Das ist das Perverse in der Mikrokreditindustrie. Das heißt, im gut funktionierenden Mikrokreditbereich ist Hoffnung das Prinzip auf Rückzahlung. Ob Sie das jetzt glauben oder nicht. Es gibt keinen wirklichen Sanktionsmechanismus. Es gibt, in manchen Landstrichen gibt es so etwas wie ein soziales Stigmata, zum Beispiel in Kenia gibt es Mikrokredite, die als Belehnung eine Mobiltelefonnummer verwenden. Weil wer in Kenia zum Beispiel 2-3 Wochen kein Mobiltelefon hat, der ist halt jetzt im Abseits. Und da kann man zum Beispiel als einziges Druckmittel verwenden, du, wenn du dich nicht anstrengst, sperre ich dir 3 Wochen deine Nummer und wenn nicht, dann ist es das gewesen. Okay, ich würde jetzt vorschlagen, weil Herr Seiner bleibt uns noch erhalten, auch nach dieser Runde und wir feiern ja hoffentlich danach noch ein bisschen hier. Das heißt, alle Fragen, die sich jetzt konkret noch auf Mikrokredit richten, bitte dann, weil sonst kommen wir in eine ganz andere Diskussion. Herr Selke, Sie wollten noch konkret dazu was sagen? Oder? Genau, ich würde sagen, jetzt damit unsere beiden... last but not least, ganz zum Schluss kommt ja der Präsident, Herr Altvater, aber vorher kommt noch Matthias Bettig aus Oldenburg. Michael, ich habe es irgendwie, es tut mir leid, mit dem Namen, hier steht auch Michael. Michael Bettig von der ALSO aus Oldenburg mit ganz konkreten Ideen. Wir hatten am Telefon darüber gesprochen, Perspektiven, was wir machen könnten, sowohl um die Tafel zu verändern, aber auch mit einem Beispiel aus einem anderen EU-Land, ich sage noch nicht welches. Ja, ich muss einfach noch 2 Bemerkungen vorweg machen. Jetzt, gestern und heute ist ein Kollege von der Arbeitslosen Selbsthilfe in Wien bei einem Kongress, wo es darum geht, sich gegen die Umsetzung von Agenda 2010 Hartz-IV-Modell in Österreich zu wehren. Und das nur dazu, dass es da nicht Armut gibt oder auch das nicht so in Erscheinung tritt. Und ich finde, das ist ein praktisches Beispiel, was wir machen müssen, dass wir uns auch auf europäischer Ebene vernetzen, um gegen dieses deutsche Modell vorzugehen. Die zweite Bemerkung ist die, ich glaube, dass auch der Beitrag von meinem Kollegen hier ein Beispiel dafür ist, dass die Diskussion über Tafeln in gewissem Sinne in der Sackgasse gelandet ist. Also die Argumente sind ausgetauscht. Und niemand fordert allen Ernstes radikal die sofortige Schließung sämtlicher Tafeln. Das kann man auch schlecht machen, solange es keine ausreichende Existenzsicherung gibt. Und es gibt dann das, was wir machen darüber, wie Tafeln überflüssig werden können, nämlich durch eine ausreichende Existenzsicherung. Und damit haben wir dann aber ein Feld eröffnet, was sehr, sehr weit reicht. Also von dem, was wir eben gerade gehört haben, über andere Politikvorschläge von der Linken kamen und so weiter. So ein sehr, sehr weites Feld. Und ich finde, das schade, dass bei dieser Diskussion 2 Sachen nicht berücksichtigt worden oder in meinen Augen wenig berücksichtigt worden sind, die direkt mit den Tafeln zu tun haben. Das eine ist, dass die Tafeln mit Nahrungsmitteln zu tun haben. Der Gegenstand der Tafel sind Nahrungsmittel. Da ist heute Abend kaum ein Wort darüber gesagt worden, dass diese Nahrungsmittel
in der Regel von großen Discountern und Supermarktketten zur Verfügung gestellt werden. Und die Rolle, die dieser Industriezweig beim momentanen Verlauf der Krise spielt, die ist leider nicht erwähnt worden. Dabei ist sie eine ganz zentrale Rolle. Ich glaube nämlich, und ich denke mal, dass Herr Altvater gleich in die ähnliche Richtung argumentieren wird, dass der Verlauf der Krise für Deutschland und für Europa zeigt, dass die wettbewerbsfähigen und exportfähigen Abteilungen des Kapitals weniger in die Konfliktfelder geraten werden in Deutschland, zumindest solange ein Großteil der Bevölkerung da mit als Krisengewinner daran beteiligt werden kann, sondern dass es eher genau die anderen Abteilungen des Kapitals sind, nämlich das, was sich als Rationalisierung und Industrialisierung der Landwirtschaft gerade momentan in Europa abspielt, die weitere Rationalisierung der Herstellung von Nahrungsmitteln und alles das, was man in der marxistischen Sprache als formelle Subsumption der Bereiche Pflege, Gesundheit und Bildung unter das Kapital bezeichnet. Insofern ist das, was an Auseinandersetzungen stattfindet, momentan an Widerstand, ganz viel angesiedelt, genau in diesem Bereich von Einzelhandel, von Nahrungsmittelproduktion. Große Beispiele von radikalem Widerstand hat es ja auch gerade von einer kleinen Gruppe von Milchbauern gegeben. Also da ist in unseren Augen da kommt der Gegenstand der Tafel, nämlich mit Nahrungsmittelindustrien, zusammen mit dem, wo sich Widerstand entwickeln kann. Und ich glaube, wir können, wenn wir über Existenzsicherung und die Modelle reden, ganz viel und ganz sehr, sehr unterschiedliche, vielschichtige Dinge reden. Aber ich denke, dass wir ein bisschen darauf gucken müssen, analysieren müssen, wie die Ökonomie und die ökonomische Krisenentwicklung sich entwickelt, damit man überhaupt objektiv sehen kann, wo Chancen für Widerstand entstehen, wo Konfliktfelder entstehen. Sonst wird es sehr willkürlich und sehr volontär, was man alles machen könnte. Und da fand ich die Kritik ganz richtig. Wenn wir nicht eine Analyse darüber haben, wo wir denken, dass Konflikt und Widerstand stattfindet, dann können wir viel sagen, man müsste, man könnte und man sollte. Also gucken wir darauf, wo praktischer Widerstand stattfindet. Jetzt komme ich ein bisschen zu den Beispielen. Wenn wir uns, und ich glaube, das ist auch was heute Abend noch gar nicht gesagt worden ist, es ist eigentlich beschämend, was in Europa im Augenblick passiert, wenn wir hier über Armut reden und uns dann aber angucken müssen, was in Portugal oder in Griechenland inzwischen in Frankreich und Italien passiert, dass dort die Drittel der Menschen keine Krankenversicherung haben, dass 50% der Jugendlichen arbeitslos sind und so weiter. Ich will das gar nicht ausweiten, ihr kennt die Beispiele. Wir gucken, glaube ich, alle mit ein bisschen schlechten Gewissen davon weg. Also diese Dimensionen, die werden wir schon in unsere Form von Widerstand und von Politik mit einbeziehen müssen, weil sonst wird es ein bisschen schräg. So, was passiert da? Ich glaube, das ist was, wo man dann ein bisschen genauer hingucken muss. Ich bin kein Experte, aber was auffällt, ist doch, dass neben vielen Generalstreiks, die wir da sehen, eine ganz, ganz viele andere Formen von Widerstand sich dort entwickeln. Das sieht man an Verhinderung von Zwangsräumung. Das sieht man an alternativen Gesundheitsmodellen, die in Krankenhäusern in Griechenland entwickelt werden. Das sieht man an Lebensmittelkooperativen. Also alles Bereiche, die im Bereich von Reproduktion stattfinden und wo die Frage von Versorgung, und da ist wieder die Verbindung zur Tafel, eine ganz zentrale Rolle spielt und wo versucht wird, mit kollektiven Organisationen von Widerstand gleichzeitig alternativen und selbstorganisierte Formen von Versorgung zu organisieren. Das, was wir als ohne Zwischenhändler. Ne? Also ja, ein ganz konkretes Beispiel. Ohne Tafeln. Sie möchten das gerne haben. Ja, weil Sie haben ein Telefon erzählt, das ist weggespannt, das bringt das auf den Punkt. Es gibt eine Initiative, die nennt sich Mein Ort. Ich kann kein Griechisch, also auf Deutsch heißt das Mein Ort. Die machen über 20 Projekte und ein Projekt von denen ist, also das sind alles Projekte, die von der Basis aus in Selbstorganisationen stehen. Die betreiben inzwischen in mehr als 50 Städten eine Initiative, die heißt Ohne Zwischenhändler. Und dort werden an Wochenenden oder an bestimmten Tagen Märkte organisiert, wo die Erzeuger direkt an die Verbraucher ihre Sachen zu sehr, sehr günstigen Preisen verkaufen. Und das wird organisiert, vernetzt, betrieben. Und ein Beispiel war Kaliki, die Stadt, die versorgen inzwischen ein Viertel oder ein Drittel sogar der Familien, die dort leben. Und das sind auch Dimensionen, wo wirklich hunderte von Tonnen mit LKWs dann auf so einen Platz gefahren werden und in Selbstorganisation diese Lebensmittel dann da verkauft und verteilt werden. Und wie kommen Steuern rein? Das ist jetzt das konkrete Beispiel. Ich gehe zurück und sage, wir haben also darüber nachgedacht und haben gesagt, wenn wir wirklich was tun wollen, dann lass uns sowas wie Tafel Revolutions machen. Also wir werden, ich sage es mal mit einem Filmzitat, was mir neulich so schön aufgegangen ist,
da hieß es, was kann man tun, wenn es keinen Ausweg gibt? Und es gibt, so wie wir diskutieren, keinen Ausweg aus der Tafel. Man kann das tun, wenn es keinen Ausweg gibt, man kann tiefer hineingehen. Und ich glaube, Tafel Revolutions wäre eine Idee zumindest, eine Handlungsmöglichkeit, tiefer reinzugehen. Der Vorschlag wäre, dass wir die Tafeln umorganisieren, weg von dieser entwürdigen Almosenverteilung, dahin zu, als Projekte von Selbstversorgung, von Betroffenen selbst organisiert, und zwar mit ökologischen, fairen und regionalen Lebensmitteln. Das wäre der Kern der Idee, der in Selbstorganisation stattfinden muss, und die Verbindung mit dem, was ich vorher gesagt habe, zum ökonomischen Hintergrund und der Chance, Widerstand zu organisieren, ist der, dass es in diesem Bereich von Kritik an industrieller Landwirtschaft, an Kritik an Massentierhaltung, an Kritik an den Discountern, die ja übrigens, das ist ja das Zynische nochmal an den Tafeln, die ja mit ihrer Form Bauernpreise zu drücken, Leute zu unterdrücken, die Beschäftigten in ihrem Leben zu unterdrücken, eigentlich erst die Armut generieren, die sie dann hinterher mit ihrem Restmüll verwerten. Alleine dieser Gedanke, deswegen darf man für das eigentlich überhaupt nichts nehmen, sondern wenn wir sowas organisieren, müssten wir es schon mit denen organisieren, die dagegen auch praktisch Widerstand leisten, indem sie versuchen, anders zu produzieren und fair und regional und ökologisch zu produzieren. Gut, das ist der Kern der Idee. Es ist die Diskussion über Tafel ist eine Möglichkeit, über Perspektiven von ausreichender Existenzsicherung zu diskutieren. Das zu machen, ist eine Handlungsmöglichkeit für uns als Betroffene. Vielen Dank, Michael. Ja. So, um jetzt meinen ganzen Namen-Fauxpas, um den auf den Punkt zu treiben, das müsste ich eigentlich, Herr Altvater, wenn ich Sie jetzt Altmaier nennen würde, dann hätte ich es echt geschafft. Ne? Aber wir sind sehr froh, dass Sie heute da sind, Elmar Altvater. Emeritierter Professor der politischen Ökonomie aus dem Ruhrgebiet, vom Kamener Kreuz, ursprünglich geboren. Und zwei Titel seiner Bücher bzw. von längeren Aufsätzen sind mir sehr in Erinnerung geblieben. Das eine ist Der neoliberale Traum gebiert Ungeheuer. Und das zweite ist sein Buch Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Und da Sie jetzt das Privileg hatten, bis zum Schluss warten zu müssen, weil wir sie unbedingt als den großen Abschluss nehmen wollten. Was ist Ihre Perspektive, Ihr Wunsch an Möglichkeiten in dem Kontext, in dem wir gesprochen haben, mit Tafeln, aber auch Armutsbegrenzung, was ist die Zukunft? Also wenn Sie mich Altmaier nennen, dann gehe ich. Ich habe da, das war ein Witz. Natürlich nicht. Für Witze bin ich immer zu haben, insofern bleibe ich. Aber jetzt ganz ernsthaft. Eine ganz kurze Bemerkung nochmal zu den Ausführungen des österreichischen Kollegen zu Mikrokrediten, damit er nichts falsch hängen bleibt. Es gibt, vielleicht sind Mikrokredite eine Alternative, aber nur in Verbindung mit Selbstmord. Man muss mal die Statistiken anschauen, wie viel von denjenigen, die sich Mikrokredite genehmigt haben, Selbstmord begangen haben, kleine Bauern in Indien, in Bangladesch und in anderen Ländern der Dritten Welt, dann wird einem schlecht. Und Herr Yunus ist auch dafür kritisiert worden, und diejenigen, die ihm den Friedensnobelpreis vergeben haben, sind ebenfalls kritisiert worden von ganz vielen sozialen Bewegungen. Und das ist ja auch kein Wunder, dass es so ist. Wenn die Mikrokredite nicht nur in Südostasien, sondern auch in Lateinamerika gibt es das ja auch, die Zinsen betragen bis zu 30%. Wie soll denn da einer diese Zinsen oder eine, denn es sind meistens Frauen, die Mikrokredite nehmen, und die werden auch bevorzugt bedient, einfach deshalb, weil Frauen zuverlässiger sind, weil sie sich leichter knebeln lassen als Männer. Das hat also auch seine geschlechtliche Dimension. Mit anderen Worten, ich will jetzt nichts dagegen Mikrokredite oder Kreditvergabe generell sagen, aber man muss wirklich auch mal genauer dann hinschauen, um das beurteilen zu können. Und diese Mikrokredite sind keine Lösung des Problems. Sie können auch keine Lösung des Problems sein, denn es ist vorhin etwas gesagt worden, was man auch irgendwie richtigstellen muss. Wir sprechen von Unternehmern, sollen doch alle Unternehmer werden.
Ja, klar, wäre wunderbar, wenn das möglich wäre. Aber leider befinden wir uns in einer kapitalistischen Gesellschaft. Ein Unternehmer ist ein kleiner Kapitalist oder eine kleine Kapitalistin. Und zum Kapitalisten oder zur Kapitalistin, da gehört nun einmal auch der Arbeiter oder die Arbeiterin. Ohne Arbeiter und ohne Arbeiterin gibt es keine Kapitalisten. Das heißt, wenn ich Unternehmer schaffe, schaffe ich auch gleichzeitig Lohnabhängige. Wenn ich das aber mache, dann muss ich auch gleichzeitig einen gesetzlichen Rahmen schaffen, damit diese Lohnarbeit nicht in entwürdigender Weise ausgeübt werden muss und damit die Leute nicht an prekärer Arbeit kaputt gehen, damit sie auch eine würdevolle Arbeit dann ausüben können. Das ist eine Notwendigkeit. Das heißt, man muss seine Konzepte schon so weit denken, dass man also damit auch praktikable und den Zielsetzungen, die man immer so schön vor sich her trägt, auch entsprechende Schlussfolgerungen dann realisieren kann. Nun aber zu den Alternativen. Die ganze Debatte um die Tafeln erinnert mich immer so an die Drei-Groschen-Oper. Der Herr Mekies in der Drei-Groschen-Oper, das ist auch so ein Wohltäter, der auch unter die Leute dann Dinge bringt, aber er lässt das von seinen Bettlergruppen dann immer organisieren. Das ist also halb kriminell. Aber es ist eine gute Tat und die schönen Lieder von Bertolt Brecht, die er da komponiert hat, die besagen ja auch, wie wohl der Herr Mekies sich fühlen kann, weil er so ein guter Mensch ist, obwohl er so schreckliche Dinge eigentlich tut. Aber er will das eigentlich gar nicht, denn er ist ein guter Mensch, aber er tut es im Rahmen dieses Systems. Und so ist das ein bisschen auch bei den Tafeln, nicht ganz so schlimm. Und die Tafeln sind natürlich ein Ausdruck einer Situation, die überall in der Welt eigentlich in unterschiedlicher Weise existiert. Sie sind Kinder der Not. Das wird ja niemand in Frage stellen wollen. Sie sind Kinder der Not und als solche auch irgendwie notwendig und sinnvoll deswegen auch. Und das finden wir in anderen Weltregionen in ganz ähnlicher Weise. Nicht als Tafeln, aber in ähnlicher Weise als Selbstorganisation oder Selbsthilfe, als karitative Aktionen und dergleichen mehr. Da könnte man also überall Beispiele finden. Sie sind Kinder der Not. Aber nun können Kinder der Not zwei ganz grundsätzlich unterschiedliche Perspektiven entwickeln. Die eine Perspektive ist, Kinder der Not und wir versuchen mit der Bedürftigkeit umzugehen. Und so macht das die Tafelbewegung. Ist auch nicht schlecht und nicht zu kritisieren. Aber es ist nicht das, was eigentlich gemacht werden müsste. Denn in einer Situation, wo es um Kinder der Not geht, muss man diesen Kindern der Not eine Perspektive geben und dieses Die Perspektive könnte der neue Aufbruch sein in etwas anderes. Und da fand ich sehr nützlich, was der Kollege aus Oldenburg hier dargestellt hat. Er hat nämlich gezeigt, die Tafeln sind eigentlich nur die Verteilung von Nahrung an die Bedürftigen, um den Hunger zu stillen. Es geht nicht um das Verteilungssystem der Nahrung bis zur Tafel hin, also die Supermarktketten. Es geht auch nicht um die Art und Weise, wie die Nahrungsmittel produziert werden, vom Erzeuger, vom Landwirt, über die ganze Produktionskette bis hin zum Verbraucher. Darum geht es nicht. Es geht also um die Reste, die aus dieser nicht in Frage gestellten Produktionskette stammen, damit sie sinnvoll verteilt werden können an diejenigen, die bedürftig sind. Das ist nicht zu kritisieren. Ich tue das auch gar nicht. Ich finde das eine großartige Sache und ich bewundere auch das Engagement der Tausenden von Leuten, die sich in dieses System hineinbegeben und da wirklich nützliche Arbeit machen. Ich sehe das ja auch, wenn ich in Spandau, wo ich wohne, an der Ausgabestelle für Lebensmittel vorbeikomme, dann weiß ich genau, dass da also zig Leute oder manchmal auch mehr als zig, hunderte von Leuten sind, die auf Nahrung warten. Das ist also nicht zu kritisieren. Aber es kann natürlich nicht alles sein. Wir müssen, und deswegen fand ich den Beitrag hier also wirklich wichtig, wir müssen nicht nur die Verteilung betrachten, sondern die Art und Weise, wie das Ganze produziert wird. Und darauf auch versuchen, Einfluss zu nehmen.
Wie produzieren wir die Nahrungsmittel? Wo produzieren wir sie oder wo lassen wir sie produzieren? Von wem lassen wir sie produzieren? Mit welchen technischen Mitteln, mit welcher Pharmazeutik, Gentechnologie und so, da lassen wir das produzieren. Das gehört alles dazu in ein politisches Projekt der Alternative. Und dann muss man natürlich auch in diesem politischen Projekt der Alternative auch nach der Verteilung gucken, ob die gerecht erfolgt, ob da Möglichkeiten sind der Speisung derjenigen, die bedürftig sind. Und das ist der Fall, wir wissen das, es wird ja auch praktiziert. Und dann hat das auch seinen Platz in einem solchen Alternativprojekt. Und das müssen wir genau herausarbeiten. Das ist meines Erachtens eine absolute Notwendigkeit und daran muss jetzt gearbeitet werden. Und in dem Zusammenhang, nur eine ganz kurze Bemerkung noch, und in dem Zusammenhang, glaube ich, müssen wir zwei Begriffe einführen in unsere Debatte. Der eine, der ist schon häufig genannt worden, das ist die Solidarität. Die Solidarität der Produzenten in der Verteilung, zwischen den Geschlechtern und so weiter. Solidarität als ein anderes Prinzip als das, was auf dem Markt gilt, wo also Äquivalenzprinzip gilt und alles hat seinen Preis und dergleichen mehr. Solidarität ist viel mehr als nur das, was über den Markt erfolgt. Und das ist also die eine Seite, auch in der Produktion. Wir brauchen also da auch andere Organisationsformen, wie Genossenschaften, auch neue Strukturen zwischen dem Kommunalen, dem Privaten und dem gesamtstaatlichen, dem Europäischen und dem Globalen. Nicht, wir leben in einer globalisierten Welt. Das ist der eine Begriff, Solidarität. Der andere ist Solar. Das heißt, wir müssen nachhaltig sein. Und bei Nahrung ist das ganz offensichtlich, wie notwendig und wie wichtig das ist. Das hat aber auch Konsequenzen für die... Ach, Dankeschön. Das hat natürlich dann auch seine Konsequenzen auch für die Art und Weise, wie wir produzieren. Nicht nur, dass wir dann erneuerbare Energien benutzen und mit den Rohstoffen haushälterisch umgehen und so weiter und so weiter, sondern dass wir auch die sozialen Formen, in denen wir produzieren, in denen wir verteilen, in denen wir auch konsumieren, in denen wir auch uns gesellen, auch kulturell und so weiter, das muss dann auch entsprechend auch umorganisiert werden. Da sind die Alternativen auch zu finden. Also nicht nur zu erzeugen, sondern bereits zu finden. Denn es gibt so viele Alternativen überall in der Welt. Nicht, man muss sie nur versuchen zusammenzubringen. Dann glaube ich, kann man schon sehr viel mehr machen, als es heute der Fall ist. Vielen Dank, Herr Altvater. So, jetzt gibt es Handmeldungen. 2, 3. Ich gebe Ihnen mal das Mikro und dann geben Sie es weiter. Ja, bei aller Liebe, Verzeihung, Ihr Jubelgesang auf die Tafeln, was ich jetzt eben gehört habe, bereitet mir tierische Bauchschmerzen. Ich möchte Armut nicht erträglich machen, ich möchte Armut abgeschafft haben. Und wenn Sie jetzt hier reden, wir müssen nur die Produktion anders ändern, wir müssen nur den Verteilerschlüssel ändern, haben Sie mal gesehen, welche Selbstmordraten, wie die Selbstmordraten in Portugal, Spanien und Griechenland zugenommen haben? Die Menschen existieren nicht mehr. In Spanien stürmen Rentner Supermärkte, weil sie nichts zu fressen haben. In Griechenland gehen Familien ihre Kinder in SOS Kinderdörfer und Sie reden hier davon, wir müssen nur die Verteilung ändern. Hallo? Nee, die Produktion, hat er gesagt. Na, ist doch, die Produktion ändern. Leute, wir müssen die Armut abschaffen. Ich möchte die Armut nicht erträglich machen. Wir müssen die Produktion, wir müssen die ganzen Verhältnisse beim besten Willen, wir müssen die Schuldenbremse abschaffen und wir müssen das Finanzdiktat abschaffen. Das kann nicht sein, dass 3 Ratingagenturen bestimmen, wie die Welt funktioniert und dass bei uns die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft sagt, was in Deutschland passiert. Wir haben doch in dem Parlament nur noch Marionetten. Die Troika bestimmt, was hier abläuft. Vor 4 Wochen hatte das EU-Parlament beschlossen, einfach mal so, dass die EU-Kommission auf sämtliche Haushalte Zugriff nimmt.
Das ist Eurofaschismus, was hier abgeht. Und hier wird einfach so gesagt, oh ja, wir müssen nur die Produktion ändern, wir müssen das System ändern. Okay, also der Punkt ist angekommen, Sie haben recht, dass die Armut, das große Problem wird sich nicht ändern, denn aber der soziale Zusammenhalt einer Gesellschaft ist der Klebstoff der Demokratie und dieser Klebstoff bröckelt. Und das ist Humus für Rechte. Wollen wir die Rechten an die Macht lassen? Dann können wir weiter so machen. Danke. Also ich glaube, Herr Altvater ist der Erste, der sein Leben lang, und ist ein bisschen älter als wir beide zumindest, der hat sein Leben lang gegen die Rechten gekämpft. Ne? Also man sollte jetzt nicht alles in einen Topf schmeißen, dann kommen wir nirgendwo hin. Ein bisschen mehr, Sie so. Linkspartei hat und jetzt, an den Herrn Meldung. Bitte in der Mitte, Ihre Table Revolution finde ich super, ist auch mein Traum. Es geht leider nicht, ist meine Erfahrung. 8 Jahre mache ich Ausgabe hier in Berlin für die Tafel. Es ist so schwer. Ich habe auch diesen Traum von regional und so weiter und so fort. Wir haben das Glück, wir sind autark von der Tafel, wir gehören aber zur Tafel Berlin. Wir haben das Glück, dass gleich nebenan die Alnatura ist, wir kriegen von denen die Ware. Ich habe den Ehrgeiz, diese Ware, die wir von Alnatura bekommen, extra zu kennzeichnen. Da liegt ein Zettel drauf, das ist Bio. So. Ich erzähle den Leuten auch, das ist regional, das kommt da und daher und so weiter. Das interessiert die Menschen, die zu uns kommen, leider nicht. Es gibt ein paar Menschen, die sind vegan oder sind Vegetarier, die schätzen das. Aber die meisten, denen ist es wirklich, das geht ihnen hinten vorbei. Ja? Ja, und vorne am Montag. Gut, aber muss es verschiedene Angebote geben für verschiedene Leute. Ich mache auch weiter damit. Die andere Seite ist, die 80% unserer Mitarbeiter sind selber ALK2 Betroffene. Das ist der andere Knackpunkt. Es ist ganz, ganz schwer. Ich weiß von anderen Ausgabestellen, die Menschen beschäftigen, die ein anderes soziales Umfeld nicht, also einen anderen Standbein haben, also sprich mehr Geld haben. Da fallen ganz viele Probleme weg. Es macht die Tafelarbeit viel, viel schwieriger. Also, Traum, ja, wunderbar, aber schwer. Vielen Dank. Und jetzt gibt es noch 2 Meldungen bei Ihnen im Publikum, 3 Meldungen und dann... 4, 5, 6. Wie lange haben Sie Lust, hier zu bleiben? Ich meine, mich freut das sehr, das ist fantastisch. Wir können auch von mir, das können wir bis 12 machen. Ja, nein. Also, ich wollte noch was mir ansprechen, was über den Abend noch nicht angesprochen wurde. Und zwar, das ist, wie sich die Menschen, die arm sind, eigentlich fühlen. Und ich kenne sehr viele Menschen, und ich bin auch davon selber betroffen, die zum Beispiel unter extremen Depressionen leiden. Wir leben in einer Zeit, wo es nur noch auf Leistung, Leistung, Leistung ankommt, wo man extrem Druck von den Ämtern bekommt, gerade von den Jobcentern. Das ja Jobcenter hat zum Beispiel von mir ein halbes Jahr verlangt, dass ich zum Beispiel meine Katzen abschaffen soll, warum auch immer. Ja. Und in dieser Frage nach dem, was man tun kann. Ich finde diese Fragen nach Produktion und so wichtig, aber es ist das, was uns eigentlich in dem Moment nicht weiterhilft, weil ich kenne viele Menschen, die ziehen sich zurück, die sind nicht mehr wütend, die sind einfach nur noch resigniert, die ziehen sich zurück, sperren sich in ihre Wohnungen ein und haben streckenweise schon Selbstmordgedanken und Es ist auch wichtig, zu diskutieren oder nicht einfach nur zu diskutieren, sondern zu fordern, was man auch kurzfristig machen kann, um den Menschen zu helfen und nicht nur langfristig. Genau. Herzlichen Dank, Sie haben wieder recht, weil das sind zwei verschiedene Bedingungen und Notwendigkeiten. Das eine ist konkret, was für die Menschen zu machen, die jetzt wirklich große Schwierigkeiten haben, krank werden und tatsächlich daran drängen, sich umzubringen. Das andere ist das, was man strukturell in der Produktion, was man politisch ändern muss, und da gibt es viel zu tun. Und das, was Sie sagen, hat Vorrang, da gebe ich Ihnen sehr recht. So, jetzt haben wir noch da drüben eine Wortmeldung. Geben Sie einfach bitte das Mikrofon weiter, aber in unser aller Interesse, weil sonst kommen wir heute nicht mehr zum Feiern, fassen Sie sich kurz und geben es dann weiter der nächsten Person, die hinten was sagen möchte. Ja, also ich denke mal, die Situation ist ja so, dass man so ein bisschen davon ausgehen kann,
dass die betroffen sind, relativ wenig Mittel und Möglichkeiten haben, sich zu wehren. Und die Mittel hätten und die Möglichkeiten, die fühlen sich leider offensichtlich betroffen. Halt, ja. Und ich denke mal halt, also, dass langfristig irgendwie mal gucken muss, dass man halt auch einfach die Strukturen verbessert, wie jetzt halt, wie Betroffene sich selbst organisieren und Strukturen halt von unten aufbauen und auch und da auch irgendwo Freiräume geschaffen werden, wo nämlich die eigentlichen Experten der ganzen Diskussion hier sich organisieren können und auch ein Sprachrohr kriegen an und auch irgendwie politisch nach außen gehen können. Halt, ja. Und dabei denke ich halt, muss man halt auch gucken, dass man also auch aus dieser Dualität von Staat und Markt halt rauskommt. Weil da hatten wir jetzt hier einige. Irgendwo in der ersten Elefantenrunde waren dann halt so ein paar halt, ja, und hier jemand eben aus der Wirtschaft und so. Also ich als Betroffener würde sagen, also ich erwarte von keinem von diesen beiden Seiten irgendwas. Also mein Gefühl ist immer nur, ich werde irgendwo zwischen diesen zwei Polen eher zerrieben und zermürbt und klein gemacht halt, als dass ich da irgendeine Hilfe von irgendeiner Seite kriege. Und deswegen will ich eigentlich auch von der Seite gar nichts mehr groß hören halt. Und mich interessiert eigentlich mehr irgendwie, was die Betroffenen so zu erzählen haben. Und mir wäre es eigentlich viel lieber halt, irgendwo eine Runde zu bilden, wo eigentlich nur die Betroffenen zu Wort kommen. Okay, das ist ein guter Plan für die Zukunft. Jetzt ja. Stefan Selke, Herr Lunkers, Sie noch und dann da hinten noch mal weiter. Darf ich mal eine Bitte äußern? Also hier gibt es Ansätze für Perspektiven, vielleicht kleine Ansätze, aber vielleicht können wir uns mehr auch darauf beziehen und nicht immer wieder noch mal neue Probleme, neue Aspekte, die alle wichtig sind, andiskutieren. Wir kommen so überhaupt nicht weiter. Es wird immer aneinander vorbeigeredet. Nein, mir ist wichtig, dass wir uns mehr auch darauf beziehen und nachfragen und nicht gleich kritisieren oder falsch verstehen. So einfach mehr wohlwollendes Zuhören und Nachfragen und verstehen, damit wir wirklich mehr gemeinsam machen. Ja, also die Selbstorganisierung klappt nämlich seit Jahren unter Erwerbslosen, unter anderem deswegen nicht, weil immer irgendwelche Leute was besser wissen, sofort kritisieren, bevor sie mehr von den Ansätzen verstanden haben. Ich habe einen Vorschlag. Also einerseits zeigt er die ganzen emotionalen Reaktionen, wie viel Dampf hier in der Debatte ist. Andererseits wollte ich Ihnen noch recht geben, die Debatte steckt in einer Sackgasse und das ist jetzt auch mein. Ist doch auch daran, und da würde ich jetzt Sie beide ein bisschen versuchen zu kritisieren, die Debatte steckt deswegen auch in der Sackgasse, weil wir eigentlich schon davon ausgehen, dass die Tafeln normal sind und wir immer nur aus dieser Normalität heraus debattieren und diskutieren. Sie haben gesagt, Sie sind Kinder der Not. Ich höre ganz oft, Tafeln sind notwendig. Tafeln sind auch ein Angebot, das gemacht wird von bestimmten Personengruppen, die bestimmte Interessen haben und so weiter. Also man muss es mal von der Angebotsseite her sehen und da hat sich in den letzten 20 Jahren etwas, was ich Dauersynchronisation nenne, eingespielt zwischen Wirtschaftsunternehmen, zwischen Politik, zwischen Medien und den Tafeln. Das ist die Angebotsseite. Und wenn man in dem Moment, wo man sagt, das ist mein einziger Punkt, auf den ich hinaus will, die Tafeln sind notwendig, oder wenn man zum Beispiel vorschlägt, die Tafeln müssten sich selbst organisieren, dann setzt man schon eine Normalität aus der heraus, zu diskutieren, über Alternativen zu diskutieren, unglaublich schwierig ist. Ich glaube, dass das der skandalöseste Punkt ist. Das ist auch der Punkt, warum wir sagen, 20 Jahre Tafeln sind genug. Es geht hier um diesen schleichenden Prozess der Gewöhnung, ja, anstatt wirklich über Alternativen nachzudenken, wird immer über eine Verbesserung des Tafelsystems nachgedacht. So, jetzt machen wir kurz von Professor zu Professor. Wir haben sie ja alle beiden. Das war Herr Selkes Statement. Herr Altvater wollte dazu direkt was sagen und dann geht es da weiter. Nur ein Satz eigentlich. Wir dürfen natürlich nicht nur die deutsche Situation vor Augen haben. Die Suppenküchen, die in Argentinien 2001 in der größten Krise dort eingerichtet worden sind,
waren natürlich auch für die Ernährung der Menschen eine absolute Notwendigkeit. Und sonst hätten sie gehungert und vielleicht wären sie sogar verhungert. Aber es waren keine Tafeln, es war Selbstorganisation. Zum Teil unter Hilfestellung von karitativen Einrichtungen, zum Teil unter Hilfestellung von Intellektuellen, von den Universitäten, die ihnen also die Rezepte auch geliefert haben, nicht? Das ist alles gelaufen und so weiter. Also das heißt, wir müssen sehen, das ist vieles, was hier in Form der Tafel läuft, läuft in anderen Ländern in Form von Selbstorganisation. Aber beides sind Kinder der Not. Das ist halt das Problem. Ganz kurz, das haben wir von Sabine Wert gelernt und ich glaube, das war richtig. Wir müssen unterscheiden zwischen Suppenküchen und Tafeln. Tafeln als ein dauerinstitutionalisiertes System, das Lebensmittel im großen Stil transportiert und Suppenküchen, die wirklich eine Nothilfe leisten und eine warme Mahlzeit für Menschen, die das brauchen. Das ist ein großer Unterschied. Ich finde den Einwand schon bemerkenswert, aber ich glaube, die Tafeln sind da. Und so viel materialist und physikalisch orientiert bin ich, dass man da nicht dran vorbei kann. Ich glaube, der Unterschied ist eher zwischen Angebot, wie Sie das gesagt haben, und selbstorganisiert. Und dann noch die Frage, selbstorganisiert mit welcher politischen Intention und mit welchem Motiv heraus. Ich habe ja nur gesagt, lass uns auf die Tafeln gucken, sie sind da. Und meiner Ansicht nach ist in den Tafeln über den Gegenstand Nahrungsmittel und die Auseinandersetzung über Nahrungsmittel und alles, was an dieser Kette dran ist, ist eine Chance drin, objektive Entwicklung, gesellschaftliche Krisenentwicklung aufzugreifen, weil die in diesen Bereichen unserer Einschätzung nach jedenfalls Konfliktfelder werden. Und da hinten war der Beitrag, dass da solche Ansätze von Organisationen schon bestehen. Ich finde das klasse, lass uns noch nicht aufgeben. Ich sage aber auch ganz ehrlich, wenn wir uns nicht diejenigen, die jetzt hier sind und auch gerade diejenigen, die immer so laut sagen, ja, jetzt sag doch mal eine Alternative oder machen wir was, wenn wir uns nicht aktiv zusammenschließen und erstmal wir uns selber organisieren mit der politischen Absicht einzugreifen, nicht nur zu kritisieren, sondern einzugreifen, wenn wir das nicht tun, dann werden wir diese Tafel auch nicht umorganisieren, dann müssen wir uns schon einig sein. Aber es ist eine konkrete Handlungsmöglichkeit, sich selber zu organisieren. Und das vielleicht noch als letzten Satz, den ich immer sehr, sehr wichtig finde. Das geht nicht, indem ich sage, ich organisiere was für andere oder ich bin irgendwie in dieser Geberposition oder Angebotsposition, sondern das ist was, was wir gemeinsam machen müssen. Aber, das will ich auch noch dazu sagen, als Erwerbslose und nur Betroffene, wenn wir nur unter uns bleiben, deswegen finde ich den Vorschlag ein bisschen schwierig dahin, dann werden wir gesellschaftlich nichts bewegen. Wir brauchen Bündnispartner und wir müssen die gemeinsamen Interessen finden zu anderen gesellschaftlichen Gruppen, die im Augenblick vielleicht noch nicht so betroffen sind, aber die auch noch auf eine bestimmte Art und Weise betroffen werden oder es auch schon sind, müssen wir gemeinsam die Interessen finden und uns zusammen organisieren. Und die Chance, das ist jetzt mein letzter Satz, in den Tafeln ist ja, dass da eine ganze Menge gutwilliger Menschen, die es gut meinen, sind und mit denen man da, glaube ich, auch gut drüber diskutieren kann, dieses Projekt in ein sinnvolles, gesellschaftlich wirklich sinnvolles Selbstorganisationsprojekt umzuorganisieren. Das wäre zumindest ein Handlungsversuch, den man machen könnte. Ich habe keine Universallösung, aber ich glaube, dass die drei Beiträge zusammen durchaus einen Anpack geben, einen praktischen politischen Anpack geben, den man verfolgen könnte. Der Herr von Also hat nochmal die Bedeutung von Kooperativen im weitesten Sinne im Mittelpunkt gestellt. Ist auch keine Universallösung, aber kann ein Anpack sein. Und wir erleben in anderen Ländern Europas, etwa in Italien, dass solche Kooperativen eine gänzlich andere Rolle spielen als in Deutschland. Warum? Das führt über zu dem, was Herr Altvater gesagt hat. Wir haben in Italien zum Beispiel ein völlig anderes Genossenschaftsrecht. Es ist viel einfacher, eine Genossenschaft zu gründen. Sie brauchen viel weniger Startkapital. Die Aufsicht ist viel geringer. Wenn wir in Deutschland das gleiche Genossenschaftsrecht hätten wie in Italien, dann könnte viel mehr gewagt und im weitesten Sinne unternommen werden. Und ich glaube, dass eine Genossenschaft noch mal etwas anderes ist als ein Einzelunternehmer, der Mitarbeiter anstellt.
Und wenn Sie das jetzt noch kombinieren mit dem Ansatz des Kollegen aus Österreich, der dann vielleicht keine Mikrokredite vergibt, sondern Geld, ich sage das mal so, als verlorenen Zuschuss in solche Kooperativen reingibt, so wie auch sonst auf riskante Aktien gesetzt wird, wo man auch zur Kenntnis nimmt, naja, wenn sie nicht läuft, ist das Geld halt weg. Hier setzen sie auf riskant, vielleicht riskante soziale Ansätze, haben aber die Hoffnung, eine Unmenge Sozialkapital zu generieren. Und es geht darum, wenn Sie die Reichen für Solidarität gewinnen wollen, dann auch wirklich in dem Sinn, dass es zu einem echten Engagement kommt, was in Klammern eine vernünftige Steuergesetzgebung nicht überflüssig macht. Das ist völlig klar. Das sind zwei Röhren, die nicht miteinander kommunizieren, sondern in der einen muss Gerechtigkeit herrschen, egal wie viel auf der Charity-Seite passiert. Aber diese Kombination aus einem vernünftigen Genossenschaftsrecht und der Möglichkeit, dadurch auch tragfähige Selbsthilfestrukturen aufzubauen, in die man auch vernünftigerweise Geld reingeben kann, das scheint mir schon ein Ansatz zu sein. Bei der letzten Reform des Genossenschaftsrechts stand mir aber als Caritas völlig alleine. Ja, da waren nur Wirtschaftsverbände, die sich mit diesem Gesetz auseinandergesetzt haben. Und wir haben händeringend darum gerungen, dass dieses Recht geändert wird. Und da merken wir, dass solche Sachen noch gar nicht ausreichend im Blick sind. Deswegen bin ich dem Hinweis von Herrn Altfahrer sehr dankbar dafür. Ja, also ich wollte eigentlich so sehr zum Inhalt der Diskussionen jetzt gar nicht mehr so viel sagen, sondern etwas zu der Art, wie wir in der letzten halben Stunde etwa miteinander gesprochen haben. Ich stelle mal einen Satz voran, der mir persönlich sehr wichtig ist. Ich finde, wir alle, die wir hier sitzen, sind eine lernende Bewegung und unterscheiden uns natürlich voneinander. Und dann müssen wir aushalten können, dass Vielfalt von Ideen aufgebracht werden, die wir ja auch nicht alle in ihrer Richtigkeit oder Gefährlichkeit alle sofort schon theoretisch vorklären können. Es kommt darauf an, dass wir nicht aus jeder Idee ein Entweder-Oder machen, ne, sondern mal gucken, vielleicht geht das auch im Sinne eines sowohl als auch. Und das heißt, wir müssen Erfahrungen damit sammeln. Und mir leuchtet zum Beispiel sehr ein, dass man jetzt ein anderes Modell von Tafeln, ich habe mich sehr kritisch heute über Tafeln geäußert, probiert, wie es der Herr von Also vorgeschlagen hat. Wieso nicht ausprobieren, dem eine Realisierungschance geben und dem zugucken und es nicht gleich theoretisch vorher kaputt machen oder wegmachen. Das, ja, ne? Und manche werden sofort dem auch sehr zustimmen. Anders zum Beispiel, ein bisschen anders akzentuiert von mir. Herr Altvater hat gesagt, naja, mit diesen Mikrokrediten, das war bisher immer sehr gekoppelt mit sehr viel Selbstmordrate oder Suizidrate, Entschuldigung. Es kann ja sein, nur um anzudeuten, es kann ja sein, dass es in Deutschland anders läuft wegen der Verschuldung, die Gefahr nicht besteht, weil zum Beispiel ein Pfändungsschutz greift, den haben wir ja Gott sei Dank, der liegt glaube ich bei 1.100 Euro etwa. Auch da würde ich sagen, kann man ja mal vielleicht gucken und wenn man merkt, diese Gefahren treten auf, ja, dann sollte man natürlich geschleunigt sofort einen Beschluss machen. Mein Plädoyer ist, das als einen Reichtum an Ideen aufzufassen, dass wir heute hier alles gehört haben und nicht gleich im Sinne eines Entweder-Oder abzuqualifizieren, sondern eher erstmal zu prüfen im Sinne eines sowohl als auch. Und das hat sogar manchmal ein bisschen Auswirkungen vielleicht auf die Art und Weise, wie wir miteinander reden. Wir müssen, ich bin sehr für scharfe Diskussionen und scharfe Worte, aber wir müssen dann nicht gleich aufeinander manchmal so losgehen, als ob wir schon den Gegner wieder begegnen wird, auf der anderen Seite hätten oder den Feind. Aber ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn ein paar Herren hier ein Hartz-IV-Praktikum machen würden. Weil dann wissen sie, dass man zu vielen Sachen überhaupt keine Zeit hat, weil man nur damit beschäftigt ist, zu seinem Lebensunterhalt zu kommen. Ja, jetzt ist die Frage, wollen Sie wirklich noch weiter, also wir können, ich sehe das Potenzial. Wir wollen noch einen Vorschlag. Wollen Sie weitermachen? Weil dann wird Herr Seiler gleich noch was dazu sagen, aber dann Sie jetzt erstmal. Wir sammeln, ja? Also ich habe das Mikrofon in der Hand, ich nehme das Wort dahin, warte schon lange. Meine Inhaltung geht dahin, dass ich das Gefühl habe, wir haben viel zu viele ehrenamtliche Mitarbeiter, die irgendwie einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, indem man klar macht,
wie sehr sie den Armen helfen, was wundertätig sie sind, dafür gelobt werden, nebenbei der Wirtschaft Geld entziehen und vor allem, was am schlimmsten ist, Arbeitsplätze gehen verloren und sie nehmen die Verantwortung der Regierung weg. Das Versagen der Regierung wird damit ausgeglichen. Damit muss man umgehen. Ich sage noch eins zur Depression. Ich war 2005 so weit unten in der Depression. Ich habe Jalousien runtergemacht. Die Polizei kam und hat gefragt, Herr Franke, leben Sie noch? Gibt es Sie noch? Also ich habe mich rausgearbeitet, habe es Gott sei Dank geschafft. Nur es wird nie weggehen. Es bleibt ein Schaden. Und ich kann jedem sagen, der irgendwo in dem Schuh drin hängt, die sogenannten SGB II und SGB XII, ja, einfach rausgehen, mit irgendjemandem reden. Die meisten drehen sich um und sagen, Mensch, der labert mich voll. Spielt keine Rolle. Rausgehen einfach. Einfach unter Leute gehen. Und ja, nicht verstecken. So, wer möchte aus dem Publikum jetzt noch? Aber wir machen jetzt, das ist die allerletzte Abschlussrunde. Ja, alles klar. Ja, der Mann da hinten hat es vorhin auch schon erwähnt, die Elefantenrunden. Ich finde es ein bisschen schade, wenn mal so ganz lange Beiträge von, tut mir leid, auch vom Altvater Caritas-Menschen, vom Herrn aus Österreich, also, und dann wird das nochmal durchgekaut, die Mikrokredite. Ich finde das sehr schade und ich würde mich gern einfach mit euch, ich hoffe, einige bleiben noch, also über das Thema Landwirtschaft in Deutschland, also die geht ja jetzt weg, also die geht immer mehr weg. Wir machen jetzt gleich Schluss. Okay, 20% der Flächen in Brandenburg sind jetzt momentan schon für Energiepflanzen vergeben. Da gehen noch mehr Flächen weg. Also darum würde ich bitten, das Publikum und die Freunde und Bekannten und Verwandten, bitte wechselt die Bank, bitte wechselt den Strom. So, es gibt einen Hof in Templin, der hat 50 Hektar. Das ist solidarische Ökonomie, der Karlshof, vielleicht, also ich denke mal, einige von Ihnen werden diesen Hof kennen. Da wird eine neue Gruppe gesucht, die diese 50 Hektar bewirtschaften will mit solidarischer Landwirtschaft. Dann am 23.05. wird das Schulessen wieder im Bundesrat. Da geht es nochmal in eine Besprechung. Also es wird jetzt immer mehr festgemacht. Es wurde über, weiß ich nicht, 9 Monate darüber gesprochen. Es sind noch keine konkreten Ergebnisse zum Berliner Schulessen. 65% sind noch in konventioneller Hand bei Großmonopolen, Sodexo und Appetito. Ich weiß nicht, wer hier Schulkinder hat. Manche sind zu jung, manche doch. Thema, ich glaube jetzt. Ja, also wer Zeit hat, am 23. im Bundesrat, 13 Uhr. So, Politik und Frau Aigner, also wie kann der Landflucht entgegengewirkt werden? Also wenn die Menschen auf dem Land keine Arbeit haben, dann wollen die in die Stadt ziehen. Wir reden hier immer in Berlin von Wohnungsnot. Müssen wir alle Landmenschen aufnehmen? Dann ist nämlich keiner mehr auf dem Land. Dann schläft die Landwirtschaft komplett ein. Es ist halt die Frage, was können wir machen, um die Menschen wieder, also dass die Menschen erstmal da bleiben können auf dem Land, sodass wir die Produkte nachfragen. Okay, jetzt haben wir zu viele Themen einmal. Das ist ein großes Thema. Also die Politiker müssen ausgetauscht werden. Also wir müssen an die Politiker rantreten. Okay, also die Landwirtschaft muss komplett anders organisiert werden. Also wir, und es braucht einen Mindestlohn, wenn wir die Produkte aus der Gegend kaufen wollen. Anders geht's nicht. Hilfe! So, jetzt ist langsam, aber sicher wirklich Schluss. Ich glaube, wir haben jetzt alle auf die Grenze der Aufnahme. Claudia, wolltest du noch was organisieren? Nein, ich möchte ganz kurz das Innerliche sagen. Ganz im Sinne meiner Vorrednerin, all diese schrecklichen Sachen über die Agrarindustrie, habe ich auch zum Teil gelesen und erfahren. Und deshalb war auch meine große Freude zu erfahren, was die ALSO macht mit diesem Niedersachsen-Landwirtschaftsbündnis. Ich würde gerne irgendwie dazu als Abschluss noch was hören. Also was ganz Kurzes, wie diese Verbindung zusammengekommen ist und dass also Milchbauern und Arbeitslose ein Bündnis eingegangen sind, finde ich einen wirklich einen großen Hoffnungsschimmer. Mehr noch als zu hören, dass es Kooperativen in Spanien und Griechenland gibt, weil was ist hier bei uns möglich, menschlich an seltsamen, gewinnbringenden Bündnissen? Das würde ich gerne noch mal hören. Ich wollte auch noch was sagen.
versuche es ganz kurz zu machen, weil ich auch wirklich glaube, die Aufmerksamkeit ist dahin. Ja, das ist auch ein Problem mit einigen, was wir heute gesprochen haben. Also ich würde fast vorschlagen, weil ich feststelle, dass es sich langsam alles verkrümelt. Claudia, kannst du das in zwei Sätzen machen, wie sich das getroffen hat? Weil sonst sieht das leider aus. Das sind nicht lange Sätze. Deshalb ist die Frage, ob das sich in den informellen Ich würde auch vorschlagen, wir lassen uns noch ein Bierchen trinken und weiter diskutieren. Lauter. Ja, jetzt besser. Trotz nicht vorhandener Stimme. Und ich würde ganz gerne zum Abschluss noch sagen, wir haben jetzt noch eine Zeit, das ein bisschen ausklingen zu lassen und das alles noch ein bisschen unterhalten können und so. Leider bis spät in die Nacht nicht, aber so ein bisschen ist noch Zeit. Und dann möchte ich gerne noch zwei Hinweise machen. Erstens das Thema Europa. Wir haben vorhin gesagt, wir können uns nicht nur sozusagen unseren eigenen Staat angucken und gucken, was hier passiert. Es ist auch wichtig, was in Europa passiert. Deswegen würde ich gerne noch mal darauf hinweisen, dass wir morgen ab 13 Uhr den Workshop haben. Wege zu einem sozialen Europa, den European Alternatives, eine unserer Mitgliedsorganisationen organisiert. Und da wird es genau darum gehen, also Wege zu einem sozialen Europa, was kann man machen, auch auf europäischer Ebene, da möchte ich Sie alle herzlich einladen. Dann haben wir natürlich noch unsere Stadtrundfahrt, da sind noch Plätze frei, morgen und übermorgen um 12. Morgen Nachmittag ist dann noch die Lesung von Stefan Selke, dann den Vortrag von Günter Seitz von der KW Trier. Morgen Abend natürlich Gunkel im Kabarett, wer ein bisschen vielleicht nicht ganz so harte Kost mag oder auch mal Lust hat zu lachen nach all den ernsthaften Debatten, würde ich mich auch freuen, wenn dort zahlreiche Leute erscheinen. Und dann noch einen ganz letzten Hinweis, und zwar, wir haben die Veranstaltung jetzt mit kleinen Spendengeldern und ein bisschen Förderungen von ein paar Stiftungen bezahlt. Das ist natürlich alles nicht ganz billig, wir haben ja Essen umsonst, Trinken umsonst, wir haben den Raum gemietet. Da hinten steht neben unserem Banner, neben unserem Roll-Up mit dem Bundes, steht eine Spendenbox. Wer von Ihnen, wir wissen haben natürlich, dass viele nicht das Geld haben, hier etwas zu bezahlen. Deswegen haben wir es auch extra so gemacht, dass alles kostenlos ist. Wer aber unter Ihnen Möglichkeiten hat, ein bisschen Geld dazulassen, wäre einfach nett, wenn Sie ein bisschen was in die Spendenbox werfen, damit wir einen Teil unserer Kosten wieder reinkriegen. Und das war's für heute. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, das war's hier.